Ralf Rangnick ist Favorit auf den Trainerposten beim FC Bayern. FB-Teammanager Ralf Rangnick gilt derzeit als großer Favorit. Die Trainersuche des FC Bayern geht in die Endphase. München, Ralf Rangnicks WhatsApp-Status enthält ein Zitat von Charlie Chaplin: Geh dorthin, wohin dein Herz dich trägt. Die nächste Etappe der Trainerkarriere des 65-Jährigen könnte tatsächlich im Sommer beim FC Bayern beginnen. Trainer des FB-Teams ist nach TZ Informationen derzeit Thomas Thomas, da weder die Zusammenarbeit mit Leverkusens Spitzenkandidat und Meistertrainer Xabi Alonso noch die Rückholaktion von Nationaltrainer Julian Nagelsmann in München erfolgreich verlaufen ist. Wer wird Bayern Trainer? Rangnick ist der klare Favorit, DzB wird sein Ersatz sein, neben Rangnick ist auch Roberto De Zabby vom Premier League Club Brighton Albion ein Kandidat. Doch die Ausgangslage scheint nun klar. Wenn Rangnick ja zum FC Bayern sagt, wird er nach der EM Bayern-Trainer in Österreich. Wenn alles nach Plan läuft, sollte diese Woche alles mit einem neuen Spieler an der Seite geregelt werden. Wir wollen es so schnell wie möglich, aber so gründlich wie möglich machen", sagte Sportdirektor Max Hebert am Samstag im ZDF-Sportstudio. Er möchte eine zeitnahe Entscheidung und möchte, dass die Dinge bald und gradlinig erledigt werden passend zu dieser Aussage stand Rangnick von Anfang an auf der Schattenliste von Ebel und Sportdirektor Christoph Freund, die allerdings bewusst klein gehalten wurde. Als Rangnick sich vor ein paar Wochen mit den Bayern Verantwortlichen traf, schien er gesprächsbereit zu sein. Rangnick selbst scheint an einer Rede interessiert zu sein. Vor einigen Wochen soll es ein Treffen zwischen ihm, Ebel und Freund gegeben haben. Daher fand über einige Zeit ein intensiver Kontakt statt. Daher sollten Rangnicks Äußerungen Anfang April nicht überbewertet werden. Wir haben noch einen Vertrag bis 2026 und unsere Ziele und unser Weg gehen auch nach der EM weiter, sagte Rangnick damals bei der EM-verantwortlichen Sitzung. Die gemeinsame Geschichte von Rangnick und Freund als Running Bugs könnte ein Trumpf für den Bayern-Trainer sein. Die beiden verbindet seit ihrer gemeinsamen und vor allem erfolgreichen Zeit in Salzburg eine tolle Beziehung. Die beiden arbeiteten von 2012 bis 2015 bei Salzburg zusammen, als Rangnick Sportdirektor und Freund Sportkoordinator war. Ist Rangnick der Retter der Bayern? Die Führungsmannschaft an der Sebener Straße arbeitet bereits intensiver mit Rangnick zusammen. Schließlich galt Professor Football als schwieriger Charakter. Der langjährige Bundesliga-Manager TSG Hoffenheim, schalten 04, RB Leipzig. Ist mit zunehmendem Alter ruhiger geworden und überlässt teilweise fünf Spielern das Kommando. Mit einem guten Scouting-Team an ihrer Seite wird die Zusammenarbeit erfolgreich sein. Zumal auch Rangnick seinen Status als Kontrollfrick aufgegeben hat. Fußballlehrerin gefiel zum Beispiel das englische Trainermodell. Das bedeutet, dass er nicht mehr alle Übungen im Detail selbst durchführen wird, sondern in bestimmten Bereichen auf spezialisierte Assistenten vertrauen wird. Dennoch hat Rangnik das sagen und wird eingreifen, wenn er es für richtig hält. Trin Ersuche des FC Bayern, DZB weiterhin auf der Liste, auch wenn der Deal mit Rangnik scheitert, werden Eberleco. Allerdings ist die geschätzte Ablösesumme mit 14 Millionen Euro recht hoch. Weiterhin gegen die Zerbi antreten. Darüber hinaus werden die Italiener einen großen Trainerstab von acht Spielern an die Isar mitbringen was enorme Personalkosten verursachen wird, allerdings nicht in dieser Größenordnung. Interessant, Betreuer Karl-Heinz Rummenige gilt als besonders glühender Befürworter Rangnix. Anders als Julian Nagelsmann, der seiner Rückkehr äußerst kritisch gegenüberstand. Manuel Bonke und Philipp Kessler, das ist auch interessant.